Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Holzer Map Holzer Challenge mit dem Maschira. Hallo. Hallo. So, wahrscheinlich das letzte Mal in dieser Woche, ja, heute ist Sonntag, werden wir Silageballen wegbringen. Wir haben wieder fleißig gesammelt. Der Maschira hat fleißig gepresst und gewickelt. Am Freitag noch war das. Und deswegen bringen wir die jetzt nochmal weg. Wir haben jetzt einen Kontostand von 224.895. Werden mit dieser Fuhre ungefähr nochmal 31.000 Euro verdienen. Das heißt, wir sind dann auf ungefähr 256.000. Das wird auch wahrscheinlich der finale Kontostand für heute sein. Außer, wir kaufen noch einen Düngerstreuer. Da sind wir noch nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wie lange du noch brauchst, Maschira. Ich bin fertig geholt. Ehrlich? Ja, ja. Dann fahr zum Händler. Fahren Sie zum Händler, daher. Und unterwegs. Ja, das mit den Lecks müssen wir mal gucken. Wie gesagt, wir wollten jetzt nicht wieder abbrechen während der Aufnahme. Wir werden jetzt noch diese Folge aufnehmen und werden dann mal gucken, was der Server für ein Problemchen hat. Und werden die dann versuchen zu beheben. Aber es ist komisch. Also teilweise wird es besser, teilweise wird es schlechter. Wir wissen es einfach noch nicht genau, woran das liegt. Aber wir sind auf alle Fälle dran, dass das besser wird. Das kann ich euch sagen. So. Die laden wir nochmal ab hier. Geht ja rucki zucki heute hier, du. An dieser Stelle entladen. Jawohl. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So, Maschira, lass mich mal schauen, was ich dir für einen Düngerstreuer hole. Düngetechnik. Haben wir da was von Ratiofarm? Nee, haben wir nicht. Okay. Ja, das ist die Frage. Was nehmen wir denn jetzt, Maschira? Das ist zu teuer, tatsächlich. Soll ich dir diesen Camara kaufen? Camara? Der ist halt sag mir jetzt nichts. Der ist halt günstig. Es ist halt ein Mod, ne? Der ist günstig. Hat 10.000 Liter Kapazität und streut 24 Meter breit. Also schlecht ist es nicht. Hört sich gut an. Ist halt um die Hälfte teuer wie so ein um die Hälfte billiger wie so ein Predal-Streuer, ne? Bist du schon da? Ja, ich sehe dich, glaube ich. Okay, wir kaufen den jetzt einfach. 17.000 kostet der. Das ist ja wirklich okay, weißt du? So, dann mache ich dir noch am Hof so ein Regal hin, wie die anderen auch haben. Mit Dünger und so ein Zeug. Düngerhütte. Sie können Fest- und Flüssigdünger aus dieser Hütte kaufen. Perfekt! Da sehe ich mich. Oh, was ist das denn für eine fette Wiese hier? Da muss ich mir gleich mal anschauen, weil das ist eine richtig geile Wiese hier. So. Ich hoffe mal, dass das alles gut geht beim Setzen, aber sollte. 14 Euro kostet es mehr. Warum? Warte mal, kann ich das nicht unten hinstellen bei der Ding? Weil unten ist mir sympathisch, erzähle ich. Ah, hier habe ich jetzt auch wieder dieses Ziehen drin. Wie meinst du? Was für ein Ziehen? Im Fuß oder was meinst du? Nee. Was dann? Bei keiner siehst du es. Ja, ich bin gerade hier am Hütte setzen. Die Hütte, die nicht so will, wie ich will. Ach, das ist doch... Wir haben halt keine flache Stelle am Hof, ne? Das ist so ärgerlich. Ah, ich setz weg. Ich glaube, hier hinten war okay. Ich hoffe nur, dass nicht alles gleich nach oben geht, weil sonst habe ich hier einen cholerischen Anfall gleich. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, Maschira, beim Hof hinten, also wenn du durch unser Getreidelager fährst, hinten links. Also durchs Getreidelager durch und dann hinten und dann gleich links.
Da wirst du es finden. Da kannst du direkt kaufen. Da sind wir in Hofnähe, das passt. Also wir sind genau im Hof. Achso, ich wollte jetzt noch eine Sache nachgucken. Und zwar, ich habe hier ein Feld gesehen. Die 19 ist das. Ups. Das hat ein bisschen weit vom Schuss weg, ne? Okay. Nee, wollte ich noch gucken. Mal schauen hier, ne? So, letzte Folge für diese Woche, ne? Wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Kontostand hat sich nochmal ein bisschen geändert, aber vielleicht können wir heute noch was gut machen. Mal schauen. So, ich gehe mal ein bisschen hausieren, ne? Ich bin gleich wieder da. Jo. Guten Tag. Hallo. Ja, hallo. Wie geht's euch denn? Ja, wir sind auf dem Weg der Besserung langsam. Wird langsam? Ja, langsam. Okay. Aber, dauert noch. Warum? Hast du was Neues? Ich habe eine Frage. Ja? Habt ihr Grasfelder? Ja. Ja. Ne, Grasfelder? Oder Grasfeld? Einzahl, Entschuldigung. Also Grasfelder haben wir, ja. Okay. Da wir ja wissen, dass die Landwirte hier sehr viel zu tun haben und es wir schon öfter gehört haben, dass die meisten es nicht schaffen, alles zu bewirtschaften, wollten wir einfach mal das Angebot in den Raum werfen, wenn ihr es nicht schafft, eure Wiese zu bearbeiten, dass wir das gerne übernehmen können. Mhm. Und dass ihr da, wenn das ist halt eine Ausmachungssache, ne? Also wir können das so handhaben, ihr bekommt die Hälfte des Ertrages, was da runterkommt, und die andere Hälfte nehmen wir einfach mit als Bezahlung. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Ja, ist hört sich gut an. Ja, weil also wir haben jetzt maschinentechnisch logisch. Da mal ein bisschen aufgestockt, was Grastechnik anbelangt. Wir sind da momentan sehr, sehr gut. Darf ich wissen, was ihr da so euch aufgestockt habt? Wir besitzen jetzt alles. Also wir sind jetzt von niemandem mehr abhängig. Wir haben den großen Traktor mit 310 PS. Wir haben da eine komplette Schmetterlingsausführung mit Schwartablage. Wir haben eine Ballenpresse, wir haben einen Wickler, wir haben einen Ballenwagen, wir haben Wegfahrtransportgeräte, wir haben alles da. Oh, Respekt. Mhm. Also wirklich sauber. Deswegen können wir da wirklich alles anbieten. Wir sind auch den Wagen, den wir früher von Paul geliehen haben, haben wir von Paul abgekauft für ein gutes Geld. Also wir sind da jetzt komplett unabhängig. Okay. Somit, also ich muss euch aber sagen, ich mache das Angebot jetzt jedem hier. Es ist nichts Spezielles für euch. Ja, klar. Und ja. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, bevor die Wiese dann wächst und wächst und wächst und immer noch wächst, könnt ihr uns auch Bescheid sagen und dann können wir was machen. Hört sich gut an. Na? Okay, gut. Ist einmal frei. Super, super, danke schön. Gute. Tschüss, gern. Bis dann. Tschüss. Will ich schnell dem Paul Hallo. Helfen? Hallo. Eine kurze Sache, ich wollte noch was deponieren. Habt ihr denn Grasfelder oder Grasfeld? Ja. Es ist ja so, dass wir jetzt öfter schon gehört haben, dass die Landwirte hier sehr viel zu tun haben. Ja. Und ich unterbreite jetzt jedem das gleiche Angebot hier. Ich war gerade schon bei Simon. Wenn ihr keine Kapazitäten habt, können wir auch gerne für euch die Grasfelder bearbeiten. Ja. Und wir würden dann einfach den halben Ertrag mitnehmen und die andere Hälfte euch geben. Das ist ein super Angebot. Wir kommen da vielleicht später mal drauf zurück, oder? Und nicht? Ja, gut. Ist egal, aber ich deponiere es bei jedem. Es ist kein Spezialangebot für euch. Eine Frage noch. Was haben Sie denn für Gras? Oder warum sieht sich sie eigentlich immer? Das weiß ich auch nicht. Steht auch immer in den Kommentaren, aber es wird irgendwie nicht besser. Ich finde, das behalten wir bei. Ja, macht das, wie ihr wollt. Solange ihr eure Begrüßung beibehaltet, ist alles gut. Ja, Ihr Name wird nicht vorkommen. Warum? Nein, was für Gerätschaften habt ihr? Also zum Grasernten. Zum Grasernten. Ja, wir haben. Habt ihr irgendwie ein Big M oder so? Das ist meine Frage. Nein, Big M ist komplett altmodisch. Wir haben jetzt aufgerüstet. Wir haben einen 310 PS Schlepper am Hof stehen. Mit einem Butterfly-Schneidwerk mit eingebauter Schwartablage. Wir haben Ballenpresse, wir haben Ballenwickler, wir haben Ballenwagen, wir haben alles selber. Wir sind von niemandem mehr abhängig. Wir haben auch Gerätschaften zum Wegfahren der Ballen. Alles. Wir haben eigentlich fast alles am Hof. Okay. Also wie gesagt, wir richten uns halt auf Grastechnik aus. Dafür haben wir uns ein bisschen von dem normalen Ackerbau abgestoßen. Ja, und das Feld habt ihr schon verkauft, ne? Das ist weg, ja. Ach, schade. Du kannst es für die gleiche Münze wieder kaufen, deswegen.
Also es ist nicht teurer oder billiger, weißt du? Ja, ich weiß, ich weiß. Also wenn ja, wir du, gucken wenn kurz mal oben aufs Konto, machen wir sofort. Machen wir oben, ja, alles klar. Ja, mach das mal, ne? Okay. Super, vielen Dank für das Angebot. Tschüss. X2060, super. Hallo. Hallo. Ihr seid die Letzte in meiner Runde hier. Ich wollte ein Angebot erlassen. Okay. Und zwar ist uns ja leider unter die Ohren oder zu Ohren gekommen, dass einige Landwirte sich nicht schaffen, alles abzuernten. In der vorgeschriebenen Zeit oder in der vorhandenen Zeit. Und damit wollten wir einfach mal ein Angebot erlassen. Wenn ihr eure Grasflächen nicht bearbeiten könnt, würden wir das gerne übernehmen für euch. Aha. Aber natürlich nicht kostenlos, ist ganz klar. Also für euch kostenlos, sondern wir würden das halbe Feld, wir würden alles abernten. Ihr würdet das halbe Feld als Gras oder was ihr halt haben wollt, haben oder behalten und wir nehmen die andere Hälfte mit. Kostet euch nichts. Jetzt muss ich überlegen, ob das ein gutes Angebot ist. Überlegt ihr das? Ich habe eben das gleiche Angebot hinterlassen. Wenn ihr Bedarf habt, kommt ihr gerne auf uns zurückkommen. Ja. Wir überlegen uns das. Könnte man drüber reden. Die Tatsache ist die, wir haben jetzt im Moment noch eigentlich nicht viel Wiese. Jo. Deswegen war jetzt die Überlegung, ihr habt wahrscheinlich euch das fette Schmetterling-Mähwerk gekauft, ne? Das ist korrekt. Okay. Ich muss mal schauen, wie es mit Simon und Ron aussieht, weil wir haben ja ursprünglich mit denen so ein bisschen hin und her gehandelt. Ja. Bezüglich unserer Grasflächen. Könnt ihr auch gerne machen, ich glaube auch denen geht es finanziell nicht so gut. Falls die sagen, sie haben absolut keine Manpower, können wir das gern so machen. Ich würde dann das Gras quasi bei der BGA ins Silo werfen und dann kriegt ihr die Hälfte vom Erlös. Ist auch okay. Das ist, wie gesagt, so, sag Bescheid, also wir kommen dann nicht sofort, sondern wir kommen, wenn wir halt Luft haben, ne? Aber so. Das ist halt. Also ich sag mal so, bei mir, wenn ihr mit oder bei uns, wenn ihr mit eurem Schmetterlingsmelder kommt, seid ihr in einer Folge wahrscheinlich mit allem durch. Ja, super, das ist doch perfekt, siehst du? Aktuell haben wir nur noch die Wiese 29 und hinten dieses kleine Dreieck. Also das ist wirklich. Wenn du da mit 10 Meter ankommst, dann bist du in 2 Minuten durch. Ja, nee, können wir machen auf alle Fälle. Wie gesagt, ich habe allen das gleiche Angebot unterbreitet. Ja. Somit, ja, könnt ihr euch überlegen, ne? Eine andere Frage. Ja. Dadurch, dass er jetzt gleich Sonntagabend ist, ja. Wollen wir sagen, wir spielen noch ein paar Minuten offline weiter und starten dann die nächste Session morgens? Würde ich ungern machen, tatsächlich. Ungern? Ja, weil sonst habt kommen ihr noch wieder so viel zu tun? Nein, wir sind fertig. Es kommen dann wieder Kommentare auf wie, hä, warum? Warum haben wir die Nacht nicht gesehen? Die haben weitergearbeitet offline, bla bla bla, weißt du? Ja gut, einfach das, egal. Und das war nur ein Vorschlag. Nee, würde ich nicht machen, das ehrlich. Alles klar. Weil dann verlieren wir... Meine Ballen sind umgefallen. Ja, ist egal. Okay, nee, würde ich eher nicht machen. Jo. Okay, tschüss, Glenn. Tschüss. So. Ich war jetzt bei jedem und mal gucken, was da zurückkommt. Ich bin gespannt. Wie geht's dir, Maschira? Gut. Also ich muss es ehrlich sagen, es hat sehr gut funktioniert, unser Plan. Alle Ballen sind von den Feldern. Wenn du jetzt noch ein bisschen Kalk drauf werfen könntest. Ne, ich bin am Düngen. Ah, Entschuldigung. Düngen, mein Fehler. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Eigentlich, ne? Also performancemäßig wird es eher schlechter wie besser. So, das ich könnte jetzt auch nicht sagen, woran das liegen könnte. Also wir haben wirklich nicht mehr Ballen als wie am Anfang der Woche. Weil die anderen sind alle weggekommen. Wir haben glaube ich 6 oder 7 Stück sind mehr. Also wirklich unwesentlich. So, dann lasse ich jetzt hier mal draußen stehen. Jetzt haben wir noch nicht mal eine Minute. Naja, das ist nicht so viel. Ich gehe jetzt mal kurz spinöckeln bei der Konkurrenz, was die da machen. Da ist zu. Die haben mir ja ganz Tore zugemacht. Ja, aber die Ställe von denen sind auch leer, ne? Ah, hier ist noch ein Stall. Haben die da Kühe drin? Ja, aber auch nicht viel. Da liegt ein bisschen Gras drin, ne? Ah, die haben Stroh. Die haben eingestreut. Aha. Die haben Stroh. Er weiß zwar nicht woher, aber sie haben Stroh. Ach, vielleicht schon Paul. Ja, das kann sein. Gut, liebe Leute, wenn ihr das rausfinden könnt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Würde uns natürlich brennend interessieren, wo die das herhaben.
Wir sind erstmal raus für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.